So, dann holen wir jetzt den Chevrolet CK 1500. Oh, Chevrolet hört sich gut an. Aus dem Wasser. Der gehört uns dann aber nicht, oder? Nein. Aber da oben gibt es noch einen, der uns dann gehört. Nix hin. Ist das der, wo man mit dem Scout hin sollte? Keine Ahnung. Das weiß ich nicht. Weiß nicht mal, ob das dabei steht. Bei irgendeinem steht, man sollte mit dem Scout hinfahren. Bei irgendeiner Aufgabe. Aufgabe, ja gut, aber Auto rausfahren ist ja keine Aufgabe. Also ich dachte, wir machen jetzt nur mal die Aufgaben. Ja eh, aber die Autos, die du kriegst, das sind ja keine Aufgaben. Sondern die findest du und dann... Manche sind ja kaputt, manche sind eh funktionsfähig. Okay, da steckt er hinten drauf fahren. So, jetzt habe ich nicht gehört, aber... Was hast du nicht gehört? So hätte ich nicht gehört, aber wurscht. So. Ich wollte jetzt eine Straße geben. Bin jetzt... Werfelt ein. Soderle. Genau. Das ist geil, da stehen zwei Anhänger nebeneinander. Wahrscheinlich eh von dir die. Ja, ja, die bei uns bei der Werkstatt. Zwei Robben. Achso, das ist die Werkstatt schon. Ich weiß schon, wo ich hinfahre, glaube ich jetzt. Da bin ich mit dem scheiß ersten Anhänger, mit dem ersten Truck hängen geblieben, eiskalt. Der fährt einfach rüber. Das ist wirklich ein geiler Kauf. Ja, spätestens dann, wenn wir ein bisschen Geld haben, möchte ich ein bisschen auch kaufen und durchprobieren sozusagen. Ja. Ah, da ist das. Hinter den Fichten. Empfohlen. Scout empfohlen, ja. Na gut, dann mache ich das dabei. Nicht, wir haben auch da eine Aufgabe. King of the Hill, die hat auch, glaube ich, noch keine angenommen, weil die ist nur angezeigt, aber... Okay. Dann bin ich da drinnen. Dann fahre ich mal zu dem Upgrade-Punkt dort. Also nicht. Das so. So, so, so. So. Da haben wir auch, noch Bauaufträge. Motel in Nöten haben wir auch noch eine Aufgabe. Okay. Fahr ich dann vorbei, dann kann ich das annehmen. Gut, ich fahre mal zu dem Abgrund. Ja, das war jetzt leicht. Du kannst nur 100 Meter rüberschieben. Sehr schön, Rang 5 erreicht. Poppe. Poppe.
So, was haben wir denn jetzt? Hinter den Fichten machst du, hast du gesagt. Nein, ich hol die Upgrade-Punkte. Okay. So muss man nicht darauf kommen. Kommt wo nicht drauf? Wenn man das, du kommst nicht drauf. Warte, was ist das für eine Scheiße? Probleme? Das ist eine U-enge Gasse. Zwischen zwei Sternen. Okay. Aber es hat Vorteile, wenn man so große Reifen hat. Kann man drüber fahren. Da kann man ein bisschen drüber wurzeln, sagen wir so. Hm. Wenn die Reifen breiter sind. Aber ich finde das jetzt schon ein bisschen viel geiler. Das ist dann egal. So, aber jetzt möchte ich eigentlich nicht diesen selben Weg zurückfahren. Muss ich das? Nein, oder? Ich könnte jetzt probieren, Querfeld anzufahren. Da. Da und dann runter. Und da. Da. Und da. Ruhe, ich darf auch oben. Downhill. Ich glaube, das könnte gehen. Ich bin nicht einmal so weit gekommen. Okay. Bin umgekippt. Haben wir gesehen, dass eine Schlucht ist. Blind zurückgeschoben. Trottel. Das klingt wohl noch zurücksetzen. Ja. Ja, Motor abgesoffen. Oh. Machst du jetzt die Fichtenmission? Jo. Wenn ich hinkomme. Ja, passt. Sonst hätte ich auch gleich gewechselt. Da. Ja. Ich glaube, ich habe mich eingekommen. Warte mal. Dann schnelleren Weg jetzt eigentlich in die Stadt, nein, gell? Mann, ey, Hauptstraße rüber. Kannst gleich deine Mission annehmen. Welche? Du hast gesagt, wir sind da vorbeigefahren bei einer immer nach der Hauptstadt. Achso, nach der Hauptstadt, ja. Hm? Na gut, ich fahre ja nicht in die Hauptstadt jetzt. Achso. Ich will eigentlich löschen. Ich löschen. Obwohl, ich könnte eigentlich. Aber nein, nicht. Pass auf, ich fahre jetzt zum Motel, nehme die Motel-Mission an, dann fahre ich da rüber. Da steht auch ein Anhänger mitten auf der Straße, sehe ich gerade. Mit Stahlträgern oben. Fahr da rauf, hol den Upgrade-Punkt, fahr da runter. Fahr daher, fahr da rüber, da ist auch eine Mission, nehme die Mission mit. Fahr rauf und komm zu den Scout, also zum Auto. Das ist ein Plan. Okay. Das ist ein Plan, da nehme ich drei Sachen mit. Und zurückfahren nehme ich da vielleicht noch. Wenn ich Bock hab, die eine Mission mit. Wenn ich Bock hab. Und ich steck da fest jetzt. Ich steck da komplett fest jetzt. Hast du Hilfe?
Ich schau mich, ob ich mich das selber rauswinden kann. Achso, du bist irgendwo anders. Du bist da auf dem Weg. Notfalls zahle ich mir mein LKW raus. Was habe ich denn mit der Kamera gemacht? Achso, weil ich verbunden bin. Okay, was ist dieses B3, Alter? Das fragst du jedes Mal. Merkt es schon. Ich glaube, ich brauche einen besseren Scout-Wagen nochmal. Den habe ich schon. Ist aber besser, das weiß ich nicht, aber ich glaube halt. So, dann ja. Im roten Licht der Sonne fahr ich dein Gelände. Und dann heißt es Ende Gelände. Und dann liege ich wieder am Dach. Ganz flach. Büscher da. Okay, da muss ich nicht fahren. Gott sei Dank. So, abgepumpt. Okay. Ich glaube, da fahre ich langsam durch. Und ich hoffe, das ist nicht so tief wie ein Scout. Ach Gott, das ist auch so eine Offroad-Strecke. Ah, ne. Scout-Strecke, ja. Gefährlicher Wasserstand. Sind die Wege so eng teilweise? Sieht man das auf der Karte, wenn die so eng sind? Ja, okay, sieht man. Also den Weg hätte ich mit Truck auch machen können bis jetzt. Nein, wieder mit... Ja, mich dreht sich gleich wieder. Versuchen, der Querfeld anzufahren.
Nee, das war's. Zum Glück hat er das 10-mal, oder? Jetzt auch in die Scheiße kippen. Ja. Ich glaube, ich komm zwischen zwei Bäume da durch. Aber warte mal. Okay, wo sind jetzt die Punkte? Und ich bin gespannt, ob ich dann wirklich dort vorbeikomme, weil das heißt hinter den Fichten. Aber ich komme mit meinem Scout nicht hin sonst. Scheiße, wie kann man so dumm sein einfach? Oder? Ich sag jetzt nicht, was passiert ist. Gut. Und was ist passiert? Ich bin zwischen zwei Bäume gesteckt und... Aber nachdem meine Reifen ja viel breiter sind als mein Otto, sehe ich jetzt mit Gewalt, wollte ich jetzt unbedingt mit Vollgas durch. Und jetzt hat sich meine rechte Reifen quasi den Baum hochgerappelt. Und ich bin gekippt. Upsi. Upsi. Siehst, Größe ist nicht immer alles. Das heißt, du machst jetzt hinter den Fichten? Hoffentlich. Wenn ich mit dem Truck nicht hinkomme, musst du mit deinem Scout hin. Und dann überlege ich, King of the Hill zu machen. King of the Hill ist sicher auch eine Scout-Aufgabe. Wie sich das anhört. Aber was fehlt denn jetzt in der Stadt da drüben? Eigentlich eh nur mehr das. Das kann man dann auch mitnehmen. Teppert auf jeden Fall. In der Stadt sind wir relativ flott eigentlich, finde ich. Ich sage ja, ich glaube, wir haben halt, glaube ich, viel Blödsinn auch gehabt dabei.